So Leute, heute reden wir mal über Project Cars, denn ich habe ein paar... Nee. Nee, nee, komm, hier. Nochmal von vorn. Scheiße, ey. Zum Kotzen. So Leute, jetzt aber richtig. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Project Cars zu reden. Und weil mir das alleine viel zu blöd ist, habe ich den Kevin noch eingeladen. Hi. So, und zwar, wir haben im Vorfeld groß angekündigt, Project Cars auf unserem Kanal zu spielen. Und jetzt ist das Spiel seit einem Monat raus, Kevin, oder ne? Ja, es kommt hin. Ein Monat raus und ihr habt bisher zwei Videos gesehen. Ja, das kurz zur Erklärung. Das liegt... zum Teil daran, dass wir sehr viel beschäftigt sind und es einfach nicht geschafft haben, die Folgen zu rendern. Und zum anderen darin, dass wir auch gar nicht mehr so viele Folgen aufgenommen hatten. Und das hat mich auf die... Ja, ich wollte nur sagen, also bis Folge 4 hätten wir noch aufgenommen, aber wie gesagt, ich bin erstmal hier zurückgekommen, die zu rendern. Und ich hatte es auch irgendwie zwischendurch echt vergessen, weil wir auch kaum wirklich Projectcast gespielt hatten in der Zeit. Und deswegen ich echt auch das Spiel vergessen habe, sage ich. Und darum geht's ja jetzt. Genau, deswegen habe ich das als Aufhänger genommen, einfach mal über Project Cars generell zu reden. Nämlich am Anfang, wir haben es groß angekündigt, wir würden es zocken wie Sau. Das ist unser Spiel des Jahres und es gibt kein besseres Rennspiel als das. Haben wir uns da ein bisschen vom Hype verleiten lassen, Kevin? Kann das sein? Ja, das passiert oft, ne? Das passiert leider oft bei uns, ne? Also ja, ich sag nur Destiny, weil das Spiel des Jahrhunderts werden sollte laut uns. Ja, genau. Gut, das war ganz nett, aber das war auch wieder viel Hype um nichts groß, muss man sagen. Ja, das ist echt mittlerweile so. Also der Hype ist fürchterlich und Project Cars hat's auch wieder voll erwischt offensichtlich, denn es ist wirklich so. Ich hab's gehabt, wir beide hatten's gehabt, wir haben's die erste Woche echt intensiv gezockt. Viel, ich hab mir ein Lenkrad für das Scheißspiel gekauft, damit ich es auch richtig stilecht spielen kann und ja, jetzt mache ich's vielleicht einmal die Woche an. Das ist ja schon... Nee, ne? Also, Crew habe ich öfter gespielt. Ja, ich auch. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich auch, muss ich auch sagen. Ja, aber woran liegt das denn? Uns hat Project Cars auch gefallen am Anfang. Ja, vom Gameplay ist das Spiel top, das muss man da sagen. Also, das kann man noch keine Kritik üben, das vom Gameplay ist das Spiel eigentlich perfekt. Ja. Also, ich habe, glaube ich, noch keine bessere Rennsimulation gespielt. Das muss man echt sagen. Also, was da einem alles geboten wird, sowohl an Einstellungsmöglichkeiten, Autoauswahl, ist jetzt gar nicht mal so groß, wenn man das... Aber sie reicht. Sie reicht, sie ist mehr als ausreichend. Und auch die Strecken sind recht vielfältig, ja. Also eigentlich dürfte jeder Geschmack bedient sein. Und ich muss sagen, bis auf ein, zwei Marken sind ja auch Autos, alle wichtigen da, sag ich mal. Also die Lamborghinis-Firma hat leider. Ja, genau. Und Ferraris. Ja, genau. Die beiden. Aber sonst, das meiste an deutschen Wagen ist alles da. Genau, also eigentlich, was will man mehr haben? Sie haben eigentlich alles in den Topf geknallt, was man für ein gutes Rennspiel braucht. Aber dann... wussten sie irgendwie nicht mehr, was sie machen sollen, oder? Nee, das war das Problem. Die Langzeitmotivation fehlt bei dem Spiel, finde ich. Genau. Sie ist, also für uns persönlich ist sie überhaupt nicht gegeben, weil der Karrieremodus, sind wir mal ganz ehrlich, der ist ein Witz. Also, super, ich spiele da eine Rennsaison, die dauert, glaube ich, drei, vier Rennen. Dann hast du die geschafft. Und was hast du davon? Kommt die nächste. Du hast gleich einen kleinen Pokal, aber irgendwie, das bringt dir alles nicht weiter. Ich habe sogar vorne angefangen bei den Karts. Ich habe auch die Karriere knapp 30 Stunden gespielt, das ist ja noch nicht gerade wenig. Nee, das war. Immer noch mehr als ich bisher Switcher 3 gespielt. Das ging auch in der Zeit. Ich finde, Project Cars war oft ein Spiel für mich, da hat man sich so gedacht, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, dann muss ich weg oder so, fährst du schnell ein Rennen. Beim Spiel wie ein Witcher denke ich halt, unter anderthalb Stunden läuft jetzt hier gar nichts mit Spiel starten, weil man halt weiß, wenn ich jetzt eine Viertelstunde Witcher mache, brauche ich auch gar nichts anmachen. So. Und deswegen Project Cars war für mich auch so ein Spiel, das guckt man halt schnell mal anmachen, fand ich. Aber ja, trotzdem fehlte irgendwie in der Karriere dieses gewisse Etwas. Also erstmal finde ich, man hat seine festen Ligen gehabt, also ich hatte natürlich in den ersten drei Saison Kart war das, glaube ich. Und erstmal war das irgendwie voll belanglos. Du wusstest nicht, wann kommst du weg von den Karts, wann steigst du auf, irgendwas, keine Ahnung, weißt du? Und auch, ja, dann gab es dazwischen dauernd diese Einladungsevents, die auch voll und belanglos waren eigentlich. Also ja, es war alles eine gute Idee, so das war muss eine realistische Karriere sein mit so einem Spiel. Aber irgendwie fehlte da was. Kann auch schon lang was. Ja, so sehe ich es eigentlich genauso. Ich wusste einfach nicht mehr, wofür ich diese blöden Rennen jetzt fahre.
einfach um die Strecke mal kennenzulernen oder so. Dafür muss ich mir jetzt nicht den scheiß GT4-Wagen anholen. Das ist ja auch der Witz. Ich fand es zwar am Anfang gut, dass ich mit jeder Klasse praktisch einsteigen konnte, aber dann hast du ja überhaupt keinen Anspruch von wegen, warum sollte ich mit den scheiß Karts anfangen oder den GT5-Autos, wenn ich direkt bei den Le Mans-Autos mitfahren kann? Ja. Nee, ganz ehrlich, das brauche ich dann gar nicht. Da haben es dann andere Spiele besser gemacht. Und ja, gut. Also Karriere, können wir sagen, haben sie voll vergeigt, ne? Ja, wie gesagt, es waren gute Ideen drin, so ist das nicht. Ja schon, aber fehlt aber einfach so ein Level oder irgendwas freizuschalten. Wenn ich mal an Need for Speed Shift denke, die hat eine super Karriere. Genau, die fand ich auch wahnsinnig super. Du hast ähnlich angefangen wie hier, du hast bei einer kleinen Klasse angefangen, das waren jetzt nicht direkt Karts, sondern irgendwelche Serienautos, Rennen. Ja. Und da hast du dich dann hochgemacht. Du hast den Wagen getuned, hast neue Serien freigeschaltet, du hast auch Einladungsevent gehabt. Die haben dir aber was gebracht. Die haben dir sowohl Erfahrung gebracht für dein Level, als auch richtig Kohle. Jetzt mit Level kommen wir gleich nochmal. Das ist ja auch genau, noch Level Thema. Können wir dann gleich nochmal reden. Aber ich fand auch, du hast halt, ja, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du hattest halt irgendwie, ach Mann, wie soll man es ausdrücken? Du hast ja Project Cars, wie du fällst ein irgendwie Event und wenn du gewinnst, dann hast du eine kleine Trophäe in einem Trophäenschrank, der auch voll belanglos ist. So. Und sonst, du hast davon eigentlich nichts. Und du fährst das denn und du hast noch nicht mal diese richtigen Tabellen, finde ich. Also ich finde, bei den Ligen kannst du die Tabellen gucken unter Statistiken. Aber bei den Einladungsevents musst du dir echt merken, wenn das 5 Rennen sind manchmal, wo du eigentlich standest, weil du halt kannst die Tabelle nicht einsehen. Nur nach dem Rennen, dann ist es eigentlich zu spät. Da musst du jedes Mal eigentlich einen Screenshot von machen, damit du das noch weißt. Ja, die Karriere war, da fehlt aber was. Wie gesagt, Shift haben sie echt gut hinbekommen im Vergleich. Und selbst ein Gran Turismo mit den absolut nervtötenden Lizenzen. Selbst ja. Das war noch ein bisschen motivierender mit den Schaltlizenzen. Ja. Ja gut, dafür, was jetzt ein Pluspunkt für diese Form der Karriere war, du hattest schon alles freigeschaltet. Also du war nicht so, dass du das Spiel hast und dann in den Singleplayer rein wolltest, einfach mal fahren und du hattest, oh nee, jetzt habe ich aber nur die Scheißkarren. Das war ein Pluspunkt für das ganze Spiel, auch für Multiplayer. Weil in der Simulation, finde ich, muss man alles haben. Das ist unfair, wenn da welche bessere Autos haben. Bei sowas ganz wie genau. Crew oder Need for Speed ist das ja normal und in Ordnung. Aber bei Simulation muss man einfach alle Wagen fahren können. Und das macht es keinen Spaß. Genau. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, die Entwickler dabei hatten, sich dabei zu entscheiden. Wenn du nämlich eine Karriere machst, wo du was freischaltest, dann müssen es eigentlich zwangsläufig Autos sein. Weil was willst du denn sonst freischalten? Also für eine Trophäe jetzt, ganz ehrlich, da tue ich mir keine 3 Saisonen Kartfahren an. Nee. Da will ich auch was als Resultat haben. Andererseits, wie gesagt, du kannst direkt ein Spiel einsteigen, du hast direkt den Fun. Ich habe so das Gefühl, man kann es gar nicht richtig machen bei Simulationen. Wie macht man, also gut, natürlich fehlen ihnen so Lizenzen. Formel 1 Spiele, die haben natürlich eine gute Karriere, weil sie 1-1 die Originalsaison nachhaben können. Sie haben ihre offiziellen natürlich Personen in der Rangliste, sag ich mal. Du kannst halt einen offiziellen Rennstall nehmen und da dann deine Saison fahren, mit den offiziellen Formel 1 Namen, alles, weißt du? Ja. Aber das geht halt bei einem Project Cars, wo man halt Autos hat, also auch wenn die DTM-Namen hätten, wäre mir das scheißegal, weil ich keine davon kenne. So. Deswegen, also das bringt mir auch nicht viel denn. Nee. Deswegen, also Formel 1 ist natürlich einfach für die, aber sonst fällt mir keine Rennsimulation ein, wie man echt eine gute Karriere hinstellen könnte. Was man jetzt vielleicht noch machen könnte, statt Autos freizuschalten, ist einfach Klassen freizuschalten, dass du dich wirklich leider von unten bis nach oben durchspielst. Ja. Das halte ich noch für den besten Mittelweg, wenn man es haben will. Ja, das stimmt. Gut, ja, wollen wir mal zum Multiplayer kommen, oder? Dann können wir jetzt mal über Multiplayer reden, jo. Und zwar... Ja, klar. Ich gebe aber leider zu, ich habe den Multiplayer noch nie wirklich öffentlich gespielt. Ich habe eigentlich immer nur mit dir gezockt. Und ja gut, das hatte jetzt den Charakter von privaten Events. Da gibt's natürlich nicht wirklich viel Motivation. Aber so, was ich von dir gehört habe, soll der öffentliche Multiplayer auch nicht viel besser sein. Nee, das gleiche fehlt einfach die... Das ist nicht super, das, wie gesagt, das Haare fehlt das Spiel selber. Wenn man die Menüs alles weg, dann ist das Spiel perfekt. Keine bessere Rennsimulation, da wird auch keiner was gegen sagen. Kann mir keiner sagen, dass ein Forza Gran Turismo besser ist. Mhm. So, aber von den Menüs sind beide besser. So, das Problem ist halt, die Menüs sind zwar übersichtlich alles, aber es fehlt halt diese ganze Motivation. Du hast natürlich im Multiplayer wieder alles freigeschaltet. Ja. Ist auch gut so, aber wenigstens, man hätte so wenigstens einen scheiß Levelbalken. Jeder Gamer, der braucht einfach nur Motivation, Levelbalken bis 10.000 und das reicht, weil jeder einfach diese scheiß 10.000 da stehen haben will, auch wenn es nichts bringt. Wenigstens hat diesen Level, wie bei Battlefield 3. Ab Kernel 1 bringt es einfach nichts mehr, aber trotzdem wird jeder diesen Kernel 100 haben.
Genau. Das ist einfach so, du musst einfach so eine scheiß Balken dahin machen. Das dauert 10 Sekunden Programmieraufwand. Es ist absolut null Aufwand. Du musst nicht am Boden davon machen, wenn du ein Level erreichst. Du musst einfach so einen scheiß Balken dahin machen. Ja, okay. Ja, das stimmt. Du willst ja den anderen auch zeigen. Alter, Leute, ich bin der krasse Ficker. Ich gewinne hier alles, ne? Dann musst du den Leuten ja irgendwie mitteilen. Wenn die alle auf dein Fahrerprofil in deine Statistik rein und raussuchen müssen, aha, so eine Sieg-Niederlagen-Verhältnis hat der in der Statistik. Ey, komm. Das tut schon keiner an bei einer Lobby von 10 Leuten. Sagen wir mal, wir hätten jetzt 10.000 Stunden Spielzeit. So. Mhm. Podcast. Und wir fahren im Multiplayer und wir kommen in eine Lobby. Was haben wir jetzt davon, dass wir 10.000 Stunden das Spiel gespielt haben? Okay, wir können das Spiel vielleicht. So, genau. Und sonst, hinterm Namen steht nichts anderes. Man sieht genauso aus wie jeder, der auch eine Einspielrennung gefahren hat. Außer man geht auf die Statistik, weiß nicht, kann man nur Public Statistik von anderen sehen? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, ne. Wie jetzt außen, man geht auf die Statistik. Aber wenn man in die Statistik geht, da geht immer eh keine Sau rein. Und zweitens, gut, da sieht man natürlich Spielzeit, Poles, Podiumsplätze, bla bla bla. Aber erstmal, da guckt keine Sau rein. Und zweitens, ist es viel zu umständlich. Ich habe auch so einen scheiß Balken, der zu machen. Kevin mag Balken. Wir merken es langsam. Man sieht Battlefield 3, Colonel 55 und immer noch motiviert. Obwohl es einfach nichts mehr bringt. Ich weiß, ich kann nichts mehr erreichen. Ich habe alles. Aber trotzdem, will man einfach Colonel 100 werden. Ja, das ist gut. Der Multiplayer hat also genau das gleiche Problem wie die Karriere. Es gibt keinen Grund, online zu spielen, außer von wegen, ja cool, ich will mit anderen fahren. Und da hast du dann ein anderes Problem. Ich spiele im Moment auf dieser mittleren Einstellung. Wie heißt die? Amateur oder so? Erst ist Anfänger, da sind ja alle Fahrhilfen und genau. Also Mega-Fahrhilfen, also auch Lenkhilfe und alles. Genau, Amateur sind die realistischen Fahrhilfen, also ABS, ESC, ESP und Traktionskontrolle. Also alle Fahrhilfen, die es auch in echt praktisch gibt. Also nicht die halt, die wie Lenkhilfen, die sind ich ja nicht. Genau. Aber und halt Profi ist halt komplett ohne Fahrhilfen, mit manuellem Getriebe und bla bla bla. Mhm. Und deswegen meine ich ja, wenn man jetzt online sucht, dann findet man nur Anfänger ohne alle Fahrhilfen. Mhm. Oder halt Profi, Anfänger mit allen und Profi ohne alle. Aber dieses Mittelding findet man ja nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ist das Bug so, dass deine eigene Klasse nie angezeigt wird? Oder ich kann mir doch nicht vorstellen, dass niemand auf Amateur fährt. Na, auf also, Anfänger fahren ja viele mit allen Fahrhilfen. Ja, aber auf dem Mittelgrad. Da fährt ja keiner. Und du musst bedenken, die Hardcore-Spieler spielen Profi und die Low-Bob spielen Mithilfen. Und im Mittelding gibt es halt wenig. Ja, super, okay. Also wir sind die nichts Halbes, nichts Ganzes machen. Ganz genau. Toll. Gut, vielleicht liegt's an uns, ne? Vielleicht sind wir einfach kacke. Jetzt sind wir einfach kacke. Ja gut, Kevin, dann habe ich einen anderen Punkt. Zum Beispiel die Trophies von Project Cars. Ich weiß jetzt nicht. Wenn man die noch als Motivation sehen könnte, würdest du es dafür spielen? Also ich muss sagen, in vielen Spielen waren die Motivation für mich, habe man nicht umsonst 6, 7, 8, 9 Platin, keine Ahnung, wie viele. Also habe ich im Motorstorm damals diese 100 Karten sammeln, das hat mir eine Woche Ferien gekostet damals. Und ja, ich weiß nicht, aber trotzdem. Ach, ich weiß es nicht. Trotzdem, die Trophys motivieren mich im Spiel nicht, weil die sind auch nicht so geil. Nee, ich habe auch mal geguckt. Das sind relativ langwierige Trophys, teilweise durchaus machbar, also sie sind nicht unmöglich. Aber so Scheiß-Trophys wie der fahre 333 km/h für 6,66 Sekunden. Okay, das hat mich wirklich für eine Stunde motiviert, eine richtige Strecke zu finden, ein richtiges Auto mit einem richtigen Setup zu finden, um das zu fahren. Gut, dann war es aber auch vorbei. Andere Trophys wie seit 2 Sekunden mit allen 4 Rädern von der Strecke, die habe ich zufällig bekommen, weil sich mein Auto auf die Seite gelegt hat. Also, die einzige Trophy, die ich wirklich gut fand, ist die für die 24-Stunden-Challenge. Wobei man dazu gehen muss, die kann man sich auch richtig dreckig ergaunern, indem man einfach... Ja, wirklich, ist es so. Du kannst klar. Dir ein Rennen mit einer Runde einstellen, dich an die Seite stellen, auf den Grünstreif, die PlayStation für 24 Stunden laufen lassen und dann nach 24 Stunden einfach die Runde zu Ende fahren, bumm, hast du die Trophäe. Ist vermutlich nicht ganz im Sinne der Entwickler gewesen und ich hab's mir auch nicht so gedacht. Ich habe mir extra einen Kumpel eingeladen, damit wir das zu zweit schön... Der gute Markus? Lesen. Oh ja, das ist... Was war das? Ja, Leute, das sind wir wieder. Ne? Genau, haben wir mit Markus gemacht. Der kam vorbei, wir sind super motiviert. Das war das Wochenende des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Wir fahren parallel dazu 24 Stunden auf der Nordschleife in Project Cars. Gemischtes Feld. Wir wollten es möglichst realistisch machen. Haben Verschleiß eingestellt und alles... Hat Bock gemacht. Wir sind 2 Stunden gefahren.
dann sind wir in die Box gefahren. Und da kommt ein weiteres Punkt, Bugs in dem Spiel. Sind nicht viele vorhanden, aber die, die da sind, nerven richtig. Oh, wenn du nämlich nach 2 Stunden Fahrt, weil dein Tank und deine Reifen leer sind, in die Box fährst. Die Reifen sind leer. Ja, die Reifen sind leer und der Tank verschlissen, genau. Ganz genau. Jedenfalls, wenn du dann in die Box reinfährst und wieder rausfährst, wunderst du dich auf einmal, warum du erstens kein Force Feedback im Lenkrad hast und zweitens, warum die Lenkbewegungen nicht ganz passen. Mir ist wirklich erst nach einer Minute aufgefallen, dass nicht ich, sondern ein KI-Fahrer fährt. Ich habe es nicht ausgewählt. Der ist einfach so geil gefahren, das hast du aber nicht gemerkt. Mir ist schon aufgefallen, ich bin scheiße gefahren, aber ich dachte, das liegt an vielen Force Feedback. Egal. Er hat einfach einen KI-Fahrer ins Rennen geschickt. Ich weiß nicht warum. Es gibt eine Option, das auszuwählen, habe ich definitiv nicht ausgewählt. Und wir haben es danach nochmal versucht. Und das Gleiche. Nach 2 Stunden, wir fahren an die Box. Schon wieder der scheiß KI-Fahrer. Und wir wussten nicht bis zu diesem Zeitpunkt, wie man das wieder abstellt. Würde der jetzt fahren, bis der Tank leer ist, wäre es scheiße gewesen, weil wir hatten 110 Liter getankt. Das hätte für 11 Runden gereicht. Der wäre also nicht mehr an die Box gefahren in den nächsten 1,5 Stunden. Was ist das für eine Scheiße gewesen? Also, da haben wir auch direkt gesagt, ja, fick dich, raus damit. Und das finde ich assi. Also, nee, das ist wahrscheinlich ein Bug, den noch kein Mensch erlebt hat. Aber für mich persönlich hat's diese Trophy komplett versaut. Ich habe mit Markus zwar ausgemacht, wir spielen das neu, wenn Project Cars, was sie übrigens mal versprochen hatten, einen offiziellen 24-Stunden-Rennmodus in dem Offline-Racing, also Singleplayer, einführen. Weil das gibt's auch noch nicht. Wir mussten raten, also ungefähr schätzen, wie lange wir für eine Runde brauchen, inklusive Boxenstops ab und an, und die Rundenzahl dementsprechend einstellen, dass wir ungefähr auf 24 Stunden kommen. Also wahrscheinlich hätten wir am Ende noch 10 Runden übrig gehabt oder 10 Runden zu wenig, müssen uns dann für eine Stunde an die Strecke stellen. Also die Trophy ist super gedacht, motiviert, das auch zu machen, aber es fehlt jegliche Option, sie wirklich durchzuführen. Denn das Karriere-Event von dem 24-Stunden Le Mans, das ist bekannt dafür, nach 3 bis 4 Stunden abzustürzen. Super Idee beim 24-Stunden-Rennen. So jetzt kurz mein Rant über die 24-Stunden-Scheiße. Das hat mich nämlich richtig aufgeregt. Ich habe mich direkt danach mit einer Flasche Tequila besoffen. Markus auch. Obwohl, das hätte der auch so gemacht. Ja, das hätten wir vermutlich auch so gemacht. Ja, eigentlich wollten wir nüchtern fahren, aber als das so passiert ist, nee, haben wir es gelassen. Ja, okay. Möchtest du da was zu den Trophys sagen? Nö, also wie gesagt, ich fand die Trophys sonst so mittelmäßig. Also ich hatte wenigstens keine scheiß Sammeltrophys, das ist mal das Wichtigste. Ich hasse Sammeltrophys. Ja, das stimmt. Das ist echt das Letzte, ey. Sammel alle Federn, sammel alle Explosionsscherben, sammel alle Schätze, sammel alle Karten, sammel alles sonst was. Das ist so richtig einfallslos dann. Ja gut, wirklich einfallsreich waren sie auch nicht. Wie gewinne 3-mal hintereinander die gleiche Saison. Ja, gut. Ist so ähnlich, ne? Aber Sammeltrophys ist echt das Letzte. Es gibt nichts Schlimmeres als Sammeltrophys. Ja, wirklich. Liebe Entwickler, wenn ihr es hört, nie mehr Sammeltrophys, bitte. Damit könnt ihr vielleicht kleine, dumme 10-Jährige beschäftigen. Aber ja, meine Platins, ja. Aber wir haben keinen Bock mehr darauf, ja? Okay, also nicht lasst mehr. Also damals war es vielleicht noch so, da wollte man unbedingt Platins haben, aber wenn ich jetzt schon sehe, Platin, Sammeltrophy, du. Gut. Dann halt nicht. Ja. Also. Dann, als 6. Punkt hier habe ich stehen Simulationscracks, von wegen, dass ich zumindest keiner bin. Das heißt, ich spiele gerne Simulation. Ich mag das, wenn das Auto realistisch fährt, aber ich habe keine Ahnung, was für Einstellungen ich da machen soll. Project Cars ja durchaus zur Verfügung stellt. Da frage ich mich dann auch wieder, ist Project Cars überhaupt für so Spieler wie mich gemacht worden? Weil ja, ich kann mir vorstellen, auch wenn man sich die fehlende, sag ich mal, Level und alles anguckt, ich habe das Gefühl, dass das Spiel echt für Leute machen wollen, die einfach den ganzen Tag auf Bestzeiten fahren wollen und fertig. Ja, das glaube ich nämlich. Das ist auch das einzigste Motivierende am Spiel wirklich, dass man einfach die Bestzeit knacken will, auch wie du auf den Nordschleife, als wir mal gefahren sind. Du willst immer eine neue Bestzeit haben, so. Genau. Das Einzige, was echt motivierend war. Ja, und es gibt auch, bei jeder Strecke wird dir die aktuelle Rundenbestzeit angezeigt. Leider nicht angepasst ans Auto, sondern generell von dem Ding. Das heißt, die kannst du praktisch nur mit dem Formel-1-Wagen oder irgendeinem Le Mans-Auto fahren. Aber sie wird dir überall angezeigt und wenn du richtig Bock hättest, könntest du dich da einfahren und versuchen, die zu schlagen. Das ist eine Motivation, aber ganz ehrlich, 6 Minuten 3 auf der Nordschleife, ich weiß nicht mal, mit welchem Auto man das fährt.
Ich schaffe bisher 7,5 mit dem M3 GT3. Mit dem Pagani bin ich langsamer, weil ich den nicht beherrsche. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn ich sehr viel Langeweile und Freizeit habe. Ja. Also, versteht das bitte nicht falsch. Wir wollen das Spiel nicht haten, wir finden es gut. Es macht mir auch immer wieder Spaß, das Spiel für eine Stunde einzulegen, einfach ein paar Runden Nordschleifen oder Gott weiß was für eine Strecke zu fahren. Karriere rühre ich vermutlich nie wieder an, weil doof. Weil doof. Und ja, ich gönn's den Leuten, die damit Spaß haben. Also ich kann's nachvollziehen, die stehen darauf, die mögen eine realistische Simulation, die wollen nicht diesen Level-Scheiß, diese Arcade-Kacke. Ja, aus die all müssen den ja auch nicht freischalten, sonst was. Die sind einfach nur einen scheiß Levelbalken da reinpacken. Das kann auch jeder Simulationscrack vertragen, wenn einfach ein Balken ist, wo sie ein paar Punkte bekommen. Ich weiß, ich glaube, ich nenne das Video Balken. Kevin will Balken haben. Ja, Kevin will Balken haben. Okay, gut. Ja, gut. Kevin, möchtest du eine Prognose abgeben? Wird noch Project Cars auf unserem Kanal kommen? Ich denke mal hin und wieder, gerade mal im Format letztens kann man das ja ganz gut nutzen. Aber ich denke mal, das reine LP, ich weiß nicht, ob ich die restlichen Folgen auch noch hochlade, weil eine davon war totaler Mist, wenn ich mich so richtig erinnere. Die Formel 1-Wagen-Folge, wenn ich mich so erinnere, die liest du gar nicht. Ja. Und da war eine gute Folge noch, ich weiß nicht, ob ich die noch hochlade, ich weiß noch nicht, auf was wir Bezug genommen haben. Wenn wir davor auf die Folge Bezug genommen haben, ist ja auch Mist. Deswegen ja. Mal schauen, es wird auf jeden Fall nochmal kommen bei uns, denke ich mal, auf jeden Fall, wenn als Let's Battle oder so mal, aber ich glaube nicht mehr so regelmäßig. Da freuen wir uns auf jeden Fall vielleicht auf das neue in NFS und auf The Crew Wild Run. Das können auch wir und da brauchen wir keinen Simulationskram. Genau, da wissen wir nämlich auch, was wir euch zeigen können, denn wir könnten euch wirklich jetzt jede Strecke mit jedem Auto zeigen. Dann sind wir zwar für 1000 Folgen beschäftigt, aber uns gehen dann auch die Gesprächsthemen aus, weil worüber sollen wir denn jetzt reden? Das ist... Ja, der Formel 1 A-Wagen fährt sich wesentlich besser als der Formel B-Wagen auf Strecke XY. Also. Hier, das soll ich nichts anhören, als würden wir jetzt nur die Arcade-Kacke mögen, sag ich mal. Ich mach sehr gerne sowas. Ich mach sehr gerne Project Cars fahren. Nun, mir fehlt halt das drumherum, der Grund, nicht jetzt zu sagen, ich lege jetzt Project Cars und spiele es jetzt. Der Grund fehlt mir halt. Genau. Wenn man nicht gerade der beste Junkie ist und das Spiel 24-7 spielt. Ja. Das ist halt einfach so. Dann wünsche ich mir lieber wieder. Das ist jetzt so meine Erwartung am Project Cars 2, was ja jetzt schon angekündigt wurde und auch per Crowdfunding finanziert wird, dass sie da einfach nochmal, ich will jetzt nicht sagen in Arcade-Richtung gehen, aber zumindest diese Elemente, das heißt diese Karriere wie bei Shift so ähnlich. Ich kenne einen, der hat es gekickstartet und dein Geld, denn du kannst ja Geld verlangen, wenn es nicht mehr gefällt, ne? Ja, genau. Der hat sein Geld echt zurückverlangt, weil ihm das Spiel zu arcadig wurde während des Kickstarter-Prozesses. Oh. Kann ich ja mal so sagen. Also, das scheint ja jetzt schon mal ein bisschen zu sein. Ich glaube, das werden sie nicht machen in der Arcade-Richtung, aber sie haben jetzt ja schon das Gameplay perfekt. So, das heißt, da müssen sie nicht mehr jetzt 3 Jahre Arbeit reinstecken. Nein, das stimmt. Aber sie können gerne nochmal Arbeit reinstecken ins Drumherum halt. Haben viele auch gesagt, gerade auch die Inszenierung. Ich fand, du hast ein Rennen gewonnen, hast ein Auto kurz durchs Ziel fahren sehen, dann kam schon ins Menü. Die müssen ja keine 10 Minuten Siegerehrung inszenieren, die EG das gibt. Aber, ja, wie soll man das sagen? Wenn ich mir jetzt die Grid angucke, wenn man da ans Ziel fährst, dann kommt so ein kurzes Jubeln, dann du hast ein bisschen Stimmung da, bei Dirt Show, da natürlich noch sehr arcadig war, aber da kam noch ein Feuerwerk und halt so ein bisschen, wenn du wenigstens einen Titel gewinnst, mal irgendwie ein bisschen Inszenierung. Ja. Das fehlt mir halt. Du, ich habe auf Steam ja Kommentare dazu gelesen. Was mir auch ein großer Minuspunkt ist, für mich als Konsolenspieler von Project Cars, ich weiß, jetzt kommt der ultimative Shitstorm in den Comments, ich vermisse eine Splitscreen-Funktion. Ja. Nö, das ist kein Shitstorm, das finde ich. Splitscreen, das hört sich immer so an, denn die Entwickler brauchen wir nicht mehr. Das ist ja alle Gamer heutzutage nur noch im Keller sitzen und die spielen ja eh nicht mehr LAN zusammen. Ja, nee. Wenn wir Online-Modus haben, dann brauchen wir auch ein Splitscreen. So nach dem Motto. Und diese Einstellung hasse ich. Wirklich, wie viel Bock macht das bitte, wenn du dir einfach einen Kumpel holst, der kennt das Spiel nicht unbedingt, du willst es ihm zeigen und dann setzt du ihn vors Lenkrad und sagst, ja, spiel mal. Ist doof. Viel lustiger ist es doch, wenn du ihm auch was in die Hand drückst, damit er mitfahren kann, damit ihr zusammen oder gegeneinander fahrt. Wie geil das einfach nur ist. Das macht bei jedem Spiel, ist das super. Und dein Kumpel muss sich nicht eine Konsole inklusive 60 € spielen und eventuell, wenn er so viel Bock hat, soll er sich natürlich ein Lenkrad holen, aber das ist einfach zu viel. Da kriegst du auch keinen für begeistert. Das macht einfach mehr Spaß, einfach mal so mit dem Kumpel auf der Couch zu zocken, als immer nur online. Und gut, wenn die Konsolen das wirklich nicht schaffen,
weil die Spiele schon mal rendern müssen. Es kriegt ja auch ein Uncharted 3 hin, was damals auf der PS3 einfach das absolute Nonplusultra-Grafik war. Ja. Und das kriegt auch hin. Die haben halt das Spiel einfach kleiner gemacht. Links und rechts fehlt halt ein Stück. Okay, kann ich mit leben. Wegen sich kann man Switch-Modus. Genau, was ich mich auch frage, Gran Turismo 5 hat's ja auch hingekriegt. Ja. Oder 6. Und ich finde, ist für mich immer ein Kaufgrund so. Also Star Wars Battlefront werde ich mir, ich werde es mir trotzdem wahrscheinlich für den PC holen. Aber das ist für mich immer so, nicht Ego-Spiel, ist für mich PC. Aber ich habe echt darauf überlegen, ob ich mir für die Konsole holen. Nur wegen des Splitscreen-Modus. Das heißt ja schon was, oder? Eben. Weil das ist einfach, ich finde, wenn ich auf meine PC-Spiele gucke, da haben, ungelogen, gut, Neck hat einen Koop-Modus, der ist Mist. So, die kannst du mitzählen. Und sonst, Call of Duty hat einen Splitscreen. Und Little Big Planet hat einen Koop-Modus, natürlich FIFA und Madden, die mal ein ES-Sport-Spiel. Aber das war's. Von 13 PS4-Games haben die ES-Sport-Spiele plus ein Call of Duty als Splitscreen. Das war's. Ja, wenn ich bei mir jetzt auch so angucke, das einzige Spiel, was Splitscreen bei mir hat, ist Borderlands, was eigentlich nur ein PS3-Spiel ist, portiert, und Knack. Ja, und Knack, wie gesagt, kann es nicht zählen, das ist einfach nur so möchtegern. Möchtegern, das ist wirklich, also der zweite Spieler, der ist so irrelevant. Der ist richtig unnötig, ja. Völlig für den Arsch. Genau. Ja, aber und wenn ich mir überlege, auf der PS2, da hatte fast jedes Mal ein Spiel das Splitscreen. Oh ja, genau, das war noch richtig geil, ey. Da hat man sich getroffen und gesagt, was spielen wir denn jetzt? Genau. Und jetzt andersrum, was können wir denn spielen? Ja genau, was können wir denn überhaupt spielen? Meistens atmet das dann aus in wir Witcher und wechseln uns bei jedem Tod ab, hey. Super, ey. Hasse ich übrigens, ne, diese Abwechselscheiß von wegen mach das und das. Weil damit du Spaß hast, musst du dich eingewöhnen und das Eingewöhnen braucht eine Zeit. Und bis dahin baust du halt Scheiße. Klar macht sowas auch Spaß, wenn ich so wie damals von Rocket Beans angeguckt habe, wo die Half-Life 2 gespielt haben mit 6 Leuten und bei jedem Tod durchgewechselt, ne? Klar, ist auch cool, aber trotzdem, das Bisschen muss es weiterhin geben, finde ich. Ja. Das kann nicht so unter den Tisch fallen. Aber das artet jetzt hier eine ganz andere Diskussion aus. Wie immer. Genau. Deswegen sollten wir es, glaube ich, jetzt bei diesem Punkt belassen und ja, mal zum Ende kommen langsam. Würde ich auch sagen. Also, Project Cars, schönes Spiel, richtet sich vielleicht nicht an uns. Uns fehlt die Motivation, es kommt auf dem Channel mit ein paar Let's Battles vielleicht nochmal, weil das macht noch wirklich Spaß, den Kevin so richtig zu versägen. Ist mal einseitig Spaß, wollte ich auch gerade sagen. Ja, mal gucken. Vielleicht wird der Kevin ja noch besser. Oder ich schlechter. Und, ja, vielleicht baust du mal dein OP-Ding gerade ab. Ich mache ja auch mit dem Controller alle, kein Problem. Verdammt. Oh. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Daumen hoch da. Hey, jetzt fange ich auch schon so ein Möchtegern an. Fickt euch! Ich kann auch noch kurz als Abschlusssatz sagen, ich finde auch, das ist ein super Spiel, super Simulation, macht total viel Spaß, aber nur die Motivation fehlt halt. Also wer es trotzdem haben möchte, der soll sich das kaufen, es macht Spaß. Aber sucht euch auf jeden Fall einen Freund, der es mitspielt, weil alleine ist es dann echt zu unmotivierend. Genau. Ja. Mit den Worten verabschieden wir uns dann einfach. Haut da rein, Leute. Haut da rein. Tschüss. Ciao. Bla bla bla, so. Okay. gut, dann. fangen wir jetzt an, ne? Können wir machen. Warte, dann. Ich mir noch gerade, was ich sagen soll. Das gehört alles schon zur Aufnahme, das nehme ich nachher in die Outtakes. Guck mal, du willst sogar schneiden. Ich mach's mal so, ich ziehe runter 3, 2, 1 und fang dann an, damit ich die Sounddatei nicht mehr schneiden muss. Genau, ja, aber ich muss ja nicht mal ein Gameplay anpassen, von daher ist es ja egal. Das stimmt. Okay, also dann. 3, 2, 1.